Sehr schön. So, nimmst du schon auf, oder? Ja, ja, wegen Testaufnahmen und so. Was kannst du denn? Den Deck zurück. Weil da kannst du mehrere Kanäle getrennt voneinander aufnehmen und hast nicht wie in Fraps alles in einem und kannst es nicht mehr getrennt regeln. Ne? Wie unangenehm. Ja. Ne, und jetzt auch das Logo. Deswegen irgendwie der obere linke Ausschnitt einfach. Wofür werden die eigentlich bezahlt? Ne, und das ist jetzt mein Menü. Dass du überhaupt was sehen kannst. Ne, Seitenwelt ist normal, die sind zu neu. Auch Full HD, alles okay. Und das ist diese blöde gestreckt. Ne, wenn ich es ausmache, wenn ich es anmache, ist es so. Wenn ich es ausmache, ist es. Aber was soll diese Option? Ich habe mich da köstlich drüber amüsiert vorhin. Ich was ist bei erweitert? Bitte? Bei erweiterte Grafik gezogen sind das die ganzen Eier. Standard-Giz. Hatte nicht total Keks was zum Optionsmenü gesagt? Macht er auch gerne. Bestimmt, aber ich weiß nicht mal was. Ich hätte eigentlich Bock auf Far Cry. 4. Macht ja nichts. Zum Gebirge rumhopsen und ballern so ganz viel. Was war das? Bei mir war gerade ein Bug. Ja. Als erwartet. Ne, das sieht doch nicht aus wie hier Next Gen, oder? Der Papst? Abgesehen davon, dass die Haare wieder extrem hässlich sind. Die Mongolen hätten ihre Macht vor Jahrzehnten gebrochen. Also, das ist keine Interesse auf X, wie bei Tomb Raider. Scheinbar nicht. Ja, 30 Frames. Ja, es ist jetzt wegen Dexterity. Wir erleben den Morgen nicht, doch halt ihr euch, retten wir. Ja, Bart! Was muss ich tun? Das ist gar nicht mehr so hübsch, ne? Und das ist Ultra. Also, mehr kriegst du aus den Optionen nicht raus. Stopp die Brücke! Halt! Verdammt! Ich muss irgendwie hinein! Lustig, dass sie alle Deutsch können in Frankreich. Ja. Bei cooler Zucker fällt mir gerade wieder dein toller Punsch ein. Punsch? Nein, oder nicht? Hä? Ach, das war eine Platsch-Animation. Ich hab gedacht, was ist das denn für ein Nexus, der unten sich auf... Nexus. Nein. Er klettert immer sonst wohin. Ich meine, Paris haben sie ja schon hinbekommen. Ich weiß nicht, war ich auch nicht, davor sie immer abgeschmissen. Bis Paris bin ich ja nie gekommen. Meinst du es in Real Life oder? Ne, im Spiel davor ist ja, es ist in Versailles immer unrettbar abgestürzt. Achso. Paris konnte ich nie zeigen, deswegen ist das. War schon mal in Paris? In echt ja, aber halt. Schon mal in Versailles? Nö, glaube ich nicht, weiß ich gar nicht. Würde ich gerne mal. Wow. Und wo kommt gleich der Assassin raus? Natürlich aus dem Heuhaufen. Da kann man jetzt sogar welche reinziehen, ne? Das kann man vorher schon. Ist schon relativ lang, oder? Ich kann es mir nicht. Ich will töten. Töten. Ich frage mich auch, ob das was bringt, wenn man springt und dann zusticht, wie er gerade macht. Tja. Machen die auch in 300 Grad. Nicht, dass er schon lange tot ist, aber er darf halt noch nicht sterben. Das ist der Surgeon Simulator, wenn du die Droge nimmst. Mhm. Mülleimer? Haben wir hier nicht, kannst du hier irgendwo hin. Das war ja in dem kurzen, was ich auch genommen habe, auch, dass ich den hier nicht töten konnte, so ich jetzt nicht eingreifen kann. Warum nicht? Gibt es eigentlich verschiedene Schwierigkeitsgrade? Weiß ich auch noch nicht. Drücken, um auszuweichen, danke.
Ich meine, für die Atmo würde ich es eigentlich spielen. Bitte? Für die Atmosphäre, also dafür würde ich es spielen. Aber ich kein Geld bezahlen. So, jetzt ist er eigentlich schon tot, aber man darf halt nicht sterben. Das ist ein Tutorial. Ja, Tutorial, ja. Ich weiß gar nicht. Ich hab noch nicht mal ein Pausenmenü. Oh. Das sagen sie alle. Jetzt? Danke. E-Shop. Die Tageszeit ist locked. Achso, ja, weil das noch im Produkt ist oder was? Wahrscheinlich. Ja, Schwierigkeit. Was suchst du nicht? Achso, ja. Kann ich, glaube ich, am Anfang auch gar nicht auswählen. Aber wenn das schon das Kämpfen ist, ne? Kannst du ja deinen Kopf drücken. Dann kann ich auch Dynasty Warriors spielen. Dynasty Krieger. Ja. Hä? War der Stand nicht eben noch woanders? Hm? Der Stand war doch eben ganz woanders. Ja, ja. Wäre ich jetzt Zelda, hätte ich die beiden Fackeln an der Seite angemacht. Fackel. Experte Intellectus. Achso, ich hab da Interstellar gelesen. Hast du eigentlich gesehen? Nö. Guck ich, wenn der irgendwann Fernsehen kommt. Fernsehen? Also kannst du noch ein Jahr, anderthalb Jahre haben. Ja, ja. Boah. Wie immer von einer Katze in die nächste springen, wenn ich einfach keine Katzen sehen möchte. Sieben Jahre später. Nächste Katze. Die ich nicht überspringen kann. Das ist wichtig für Plot, ne? Plot. Du musst sehen. Ja, sonst weiß ich Bescheid, ne? Papst Clemens! Ach, Papst Clemens! Wann noch spielt das dann? 17 noch was? Diese Stimme. Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels 85. Kann keine Bestrafung nicht genug sein. 17,9. Seid verflucht! Die Augen sehen schön verflucht aus. Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht! Alles sieht an dem gut aus, bis auf der Bart. Das Spiel sieht halt im Spiel nicht so aus, also halt echt. Gierig von den Flammen des Zorns verschlungen, fand cooler das Helm. Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Schocke, ja. Einst stolze Bewahrer von Hoffnung und Erkenntnis. Heißt das nicht, man kann Kamera wechseln, wenn das so hieß es doch früher? Ja, lass einen Sniffer laufen. Wenn Assassin's Creed kommt, dann immer Kamerablickwinkel wechseln, wenn es bzzzt macht. In der Cutscene. Okay. Ich habe ein Bild. Hallo. Hi. Du bist bestimmt verwirrt, also mache ich's kurz. Ich bin Bishop. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Ach ja, das Spiel will dich benutzen, tut so, als ob es ein Instructor für den Spieler ist. Die Typen haben ihre Finger bereits in Zahlen, Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, Ladegensequenz AD16, B13, I87. Ja, ist gleich soweit. Ich tippe irgendwas ein, denn das Interface funktioniert so. Sonst nicht sequenzierte Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe ansehen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Star Trek. Wir müssen die, auf welches Planet ansehen. Sie sagt das und das. Was ist das für eine Oberfläche? Bisschen leiser damit, wenn nicht so laut sind. Laut? Hast du die gemacht? Nein. Hab ich mir schon gedacht, deswegen hab ich's gefragt. Plupp. Schön. War ungefähr. Wobei gar nicht mal so schön. Nee, es ist jetzt ein paar Jahre später.
Arno. Essen. Arno? Das ist hier Commander Chekov aus Star Trek Voyager, die Stimme. Kann ich nicht mitkommen, Vater? Glaube ich. Nur Mut, mein Junge. Ich glaube schon. Du wartest hier. Ach nicht, Chekov, wie hieß du noch? Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Der beste Buddy von das dauert ja Captain Janeway. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk. Captain Janeway, Star Trek Voyager. Und Arno. Ich habe die Serien eh nie gesehen. Keine Ahnung. Ich kenne die Filme. Ja? Ja, Vater. Tja. Untrue. Tja. Hast du das neue Star Trek denn gesehen? Also Enterprise? Mutti schon abgesetzt, die Serie. Okay. Es gab ja Babylon 5, Voyager, The Next Generation, Original Series und Enterprise. Es gab noch Battlestar Galactica. Achso, das ist aber auch schon Jahre her, oder? Oh ja. Ja, Enterprise war das letzte. Naja, aber es ist ja schon ewig her. Stimmt, 2006. 2006 ist auch schon wieder so lange her, ne? Ja, ich. Das ist total kacke. 8 Jahre. Das ist total kacke. Man spielt als Junge. Jahre. Einfach sitzen bleiben? Komm schon. Folgen. Wie er schon geht. Das ist das obligatorische Alan Page-Kind, so wie heute alle Kinder in Videospielen aussehen wie Alan Page. Ich finde die eigentlich wie Alan Page. Ein Glück. In dem Video. Aber das ist nicht endlich. Nee, ja. Aber in dem ersten Video hast du die Szene gesehen. Da sollte auch das passieren, aber der Typ ist nicht gegen mich gelaufen. Ich bin einfach in den Raum gelaufen und konnte mich nicht mehr bewegen und ich konnte auch nicht mehr ins Menü rein. Kommt man auch in den Spiegelsaal hier? Weiß nicht. Also nicht hier im Intro. Schade. Ich wette, du klaust keinen. Ich wette, du läufst durch mich durch. Das Kleid haben sie aber schön gemacht. Oder überhaupt die Kleider designt. Eine Wache, die genau sieht, dass ich hier Äpfel klaue. Oder? Leg ihn zurück! Bist du da nicht zu Hause? Nee. Wo bist du denn? Arno. Ja, wer ist Arno? Das weiß man ja auch nicht. Verdammt, was zum Teufel geht Weil hier vor? Irgendwie muss er ja nach Versailles gekommen sein, da kann man ja nicht einfach reinspazieren. Hab ich dich! Damals vielleicht schon? Nein. Weiß nicht. Da widerspreche ich ja. Widerspreche ich vehement. Dieses Ding hier hat mich anfangs sehr verwirrt. Vehement. Das komische Ding um den Bauch. Ein Hula-Hoop-Reifen ist das, eindeutig. Ich weiß nicht. Du hast eine Fernsteuerung. Sehen oder deine Hasenzähne? Ich bin Arno. Elise. Ich begleite meinen Vater. Genau wie ich. Wichtig. Sie begleitet auch unseren Vater. Was machen wir als nächstes? Diese Geste wird niemals ein Kind in dem Alter machen. Niemals. Hey, hier drin werden sie uns nie das ist viel zu erotische Spannung. Auch das wird sie niemals Schuld. Machen. Ich hab den Apfel genommen. Weißt du, irgendwer kommt vorbei und der sofort, ja, ich war es hier. Die Kinder sind nicht so. Nein. Total das mutige Kind. Kinder, die sich wie Erwachsene verhalten, das ist doch Quatsch. Ja, ist schön. Mr. Spiegel ist auch nicht jetzt hier. Ich hab keine Ahnung. Das sieht ungefähr so aus, nur mit links und rechts Spiegel. Oh, jetzt wird er selber. Vater? Bitte? Er spricht mit seiner Mutter und nennt sie Vater. Vater? Schon schade. So sieht das Haar eigentlich aus, als wäre es Tresseweg's. Aber eben weil es so kornig halt ist. Wenn man mal vergleicht, bei Far Cry 4 sieht das Haar sehr, sehr viel besser aus. Fuck Cry. Ah, sein Vater. Sein anderer Vater. Diese Brille. Er sieht aus wie zu Gutenberg. Da. Stimmt. Zu Gutenberg, Gesundheit. Er wirkt in der ganzen Vorgeschichte ein bisschen blöd, finde ich. Immer so, ja, Arno. Ja. Ich nenne ihn lieber Arno. Arno. Lieber Deutsch. Arno. Sieh mich an. Ich hätte eigentlich am liebsten, dass die alle mit französischen Akzent sprechen. Ja. Auch gerne Klischee-Akzent, ist mir egal. Ja, echt.
Vor allem im Englischen ist es auch fies, weil es in den Untertiteln dann immer zum Beispiel sowas wie Monsieur oder so dann übersetzt wird. Und zwar so in Klammern so. Ah, oh, das ist ja bitter. So von wegen, dass man nicht mal ein Wort Französisch könnte. Monsieur. Ja. Monsieur. Weil die wissen ja nicht, was das heißt. Die Lappen.